stärksten Defensiven, die brutalste Wall, die man sich vorstellen kann. Oh, extra noch den Knopf gehalten. Na, hier der Kill, Back Air, auch gar nicht so spät bekommen. Und zwar auf jeden Fall sehr wichtig, hat ein bisschen was aufzuholen, aber mit Bio dauert das meist nicht allzu lange. Okay, Bycel hat es da mit so einer Clay-Pigeon-Kombo versucht, aber gerade Bio ist da ja ziemlich resistent gegen mit Bats Within, also dem praktisch dem Air Dodge, dem Frame Perfect Air Dodge. So, währenddessen gucke ich hier mal in den Chat rein. Ihr könnt ja nochmal schreiben, was ihr hier so am liebsten sehen würdet, was Begegnungen angeht. Könnt ihr in den Pools, also bei StarGG/Nitzri21 schauen, was für Begegnungen in den Pools, in den 4 Pools so noch ausstehen. Haben wir ganz entspannt reingestartet in Singles, während Doubles noch lief. Gut, also wie wir sehen können, Iann jetzt auf dem letzten Stock muss hier definitiv diesen Kill bekommen. Oder beziehungsweise einfach auch das Ganze hier unter Kontrolle kriegen. Okay, also der Stock von Bycel hält doch noch. Jetzt können wir mal schauen. Bio definitiv ein Charakter, der one-shotten kann, aber der Up-Smash klärt hier für Bycel und das ist das 1-0 für ihn. First und Second Seed aus dem Pool, wie gesagt. Ja, Bycel der First Seed, da er letztes NIZ auch gewonnen hat. Natürlich nicht vom Turnier, SDN immer noch über ihm geseedet, aber Second Seed tatsächlich. Einfach sehr gute Leistung in den letzten NIZs. Ist auch wirklich zu einem von den Top-Playern hier geworden. Iann darf man aber auch nicht unterschätzen. Sehr solide Spieler, sehr solide geworden in den letzten paar Turnieren oder auch schon etwas länger. Ich bin mal gespannt. Okay, wir bleiben also auf Bio. Ja, eigentlich ein Pokémon Trainer Main, auch ein echt guter. Aber wir haben ja gesehen, auch die Bio kann gefährlich werden. Er wird sich da schon was bei denken. Wir starten also ins nächste Game hier jetzt auf Town and City, und das ist auf jeden Fall eine Stage, die ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, dass sie sehr gut ist gegen oder beziehungsweise mit Bayonetta, einfach weil man besser nach oben hin killen kann, weil das Ceiling low ist und die Plattform natürlich. Und ich habe auch schon gesehen, also da waren schon Ansätze für Combos, also die to death sein könnten. Allerdings, oh, killt das? Nein, ja, die Side, die Fair da nicht gekillt. Aber es war knapp, schon in der Blaster getroffen. Wenn man da richtig geeilt, dann ist es allerdings nicht so gefährlich. Okay, der Jab könnte killen. Ja, der killt. Okay, und das ist auf jeden Fall schon mal die Führung hier gerade für Iann. Sehr gut. Ja, muss man auch ganz wichtig, dass man weiß, bei welchen Prozenten der Jab killt. Ein sehr wichtiges Killing-Tool für Bio. Okay, hier wieder eine Combo. Guter Damage, aber ja, die Dose, die kann da halt einfach dazwischen kommen, wenn man, ne? Gut, also ist wieder komplett even jetzt gerade. Bycel hat das gut zurückgeholt. Kurz die Tweet raus, damit die Leute auch wissen, dass wir hier Pools spielen. Ich weiß gar nicht, ob das im Titel schon steht, dass wir Pools spielen. Hier Bycel versucht sein Bestes hier den Kill zu holen, das reicht noch nicht. Und jetzt ist es vielleicht auch an der Reihe, dass Iann jetzt mal eine Chance bekommt zu killen. Und die Backer sitzt, sehr schön. Also hier 2:1, was die Stocks angeht. Mal schauen, wie lange diesen Stock halten kann. Bald reicht auch eine Dose. Noch nicht, aber bei 160 ist es meistens schon die Dose, die killt. Dann macht er sich selbst ein bisschen Damage. Vielleicht kann Iann tatsächlich dieses Game holen. Na, okay, die Abwehr. Ich würde mich auf jeden Fall freuen auf ein Game 3. Die Begegnung hat man selten gesehen, tatsächlich. Lange nicht mehr. Gut, okay. Macht guten Damage. Sieht ganz gut gerade für ihn aus. Wenn er jetzt so ungefähr auf 120 noch bekommt, kann ich mir schon vorstellen, dass er dieses Game tatsächlich holt. So viel braucht Iann hier nicht mehr. Aber wie man schon sehen kann, also Bycel sprengt sich da gerne mal aus den Kombos. Macht ihm halt auch Damage, muss man dazu sagen. Oh, und die Back Air. Killt. Nice. Also, wir sind hier even. 1:1. Und Iann brauchte gar nicht unbedingt Town and City dafür. Also ich meine, zumindest hat er nicht nach oben hinweg gekillt, sondern meistens mit den Back Airs irgendwie zur Seite hin, Jabs zur Seite hin. Aber wer weiß, vielleicht war das mit den Ceilings auch. Vielleicht erinnere ich mich da nur falsch dran. Das war nur in Smash 4 so, dass es ein Low-Ceiling hatte. Gut, also wir sehen hier wahrscheinlich weiterhin diese beiden Charaktere. Ja, der Bio-Pick hat auf jeden Fall gut geklappt für Iann. Genau, falls ihr es noch nicht wisst, wir spielen hier heute nicht nur Top 8, sondern die ersten 3 aus jedem Pool kommen weiter, das heißt Top 12 wird es am Ende sein. Und der Rest wird dann wie gewohnt im Silberbracket landen, wo immer noch um die Silbermedaille gespielt werden kann. Okay, mal schauen, wie hier dieses dritte Game läuft. Wir sehen Pokémon Stadium 2. Oh, das ist schon mal guter Damage hier gerade gewesen. Aber Iann, was Damage angeht, Damage-Dealen, hält er gut mit. Zentren sind gerade sehr even. Oh, ja, okay. Das ist wichtig gewesen, dass Bycel sich da den Sprung aufbewahrt. Ja, 150%. Nur der Kill lässt noch auf sich warten hier. Bycel braucht diese eine Dose, die trifft. Aber jetzt sollte eine Dose auf jeden Fall killen. Oh, okay. Gerade noch so überlebt. Ja, das war's. Etwas zu greedy hier gerade von Iann mit dem F-Smash. Aber er bekommt auf jeden Fall die Back Airs echt gut hin. Also wichtige Kill-Tools an der Edge. Und die sitzen jedes Mal tatsächlich hier. Also da hat Bycel echt Probleme gegen zu spielen. Und es könnte ihn kosten auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt. Also er muss auf jeden Fall ein bisschen mehr chillen an der Edge, damit er nicht diese Back Airs abbekommt. Die sind gerade sein Kryptonit. Und Iann macht hier weiter Damage. Schon 95%. Unbeantwortet und es geht sogar weiter. Iann geht dann nicht off Stage. Okay, jetzt vielleicht die Zeit von Bycel. Ja, alles ist in Position und macht etwas mehr Damage. 83% schon. Jetzt wird es tatsächlich wieder ziemlich even und beide ein Kill Percentage. Je nachdem, wie vorsichtig die beiden spielen. Und die Up-Air, wow, okay, nice. Also hier wieder die Lead für Bycel, was auch sehr wichtig ist. Also mit Duck Hunt, mit einer Lead spielen ist so viel entspannter einfach, weil man sich hinter allem verstecken kann, dass man da mal traden kann. Und ja, 35%. Das muss auf jeden Fall mehr werden, wenn er diesen Sieg haben will. Iann hat dann natürlich auch noch mitzureden, versucht sie mit dem Jab, aber diesmal nicht. Bisher, wie gesagt, bisher hat es ja... Oh, okay, mit der Sprengung. 138, okay. 105%, mal schauen. Wenn Iann jetzt vielleicht noch so ein bisschen Momentum kriegen kann, so eine Combo. Okay, das ist sie. Was macht er draus? Okay, Bycel schafft es rauszuerdern. Ich meine, die Dose war ja auch on stage, ne? Also Normalerweise kann sich Bycel immer gut aus Sachen raussprengen, aber nicht, wenn die Dose on Stage liegt. Also ist das so das Opening, wonach Iann auf jeden Fall suchen sollte. Mit 46% ist so viel. Jetzt zwei Dosen und das wär's halt. Das ist die 1. Oh. Das ist jetzt scary, auch gerade mit Bayonetta, weil sie sehr beweglich ist. Okay, nice Afterburner-Kick. Oh. Und da ist die Dose. Oh, überlebt. Sehr gutes DI, genau in die Ecke. Und da ist die nächste Dose. Und das ist das 2-1 für Bycel. Sehr gut gespielt von beiden. So wie ich mir das